Herzlich willkommen bei der Firma Schäffer Automobile, Ihr EU-Wagenpartner in Bielefeld. Heute stelle ich Ihnen einen Volkswagen Touran Highline 1,5 Liter TSI 150 PS Benziner mit DSG-Getriebe vor. Wir steigen direkt ein, gehen einmal rum ums Auto und beginnen direkt mit der ersten Funktion, Keyless Go. Greife in die Tür, der Schlüssel ist in der anderen Hand, Fahrzeug ist geöffnet, ich kann direkt einsteigen, sitze direkt in dem Auto, brauche gar nichts weiter machen. So, im Fahrzeug angekommen, stelle ich direkt fest, dass ich einen ganz wunderbaren Ergo-Active-Sitz habe. Ein spezieller Sitz, der nicht Standard ist bei dem Auto, gegen Aufpreis erhältlich ist. Vorteil bei diesem Sitz ist zum einen die Möglichkeit, die Beinauflagfläche zu verstellen. Das heißt also, tatsächlich auch die Beine ablegen zu können. Zum anderen habe ich hier einen Schalter für die Lordosenstütze. Da kann ich mir also verschiedene Kissen hinten in den Rücken praktisch reinpumpen lassen. Und als besonderes Extra, besonderes Gimmick, die Massagefunktion für die Rückenlehne. Also wirklich ein ganz entspanntes Sitzen hier in dem Auto. Durch den hohen Einstieg auch ein sehr, sehr adäquates Rein und Raus. So, hier drin finde ich ein wunderschönes Multifunktions-Lederlenkrad. Links die Bedienung für den Tempomat, natürlich auch in diesem Fahrzeug wieder adaptiv, Abstandsregelung zum Vordermann. Rechts die Funktion für den Bordcomputer, hier komme ich in die Untermenüs rein. Hier habe ich die Taste für die Sprachbedienung, Sender vor oder zurück. Und links nochmal die Taste für die Lautstärkeregelung. Alles sehr zentral gelegen, sehr griffig. Zusätzlich bei diesem Auto, dadurch, dass der dieses DSG-Getriebe, das Automatikgetriebe hat, Schaltwippen am Lenkrad, rechts und links, rechts raufschalten, links runterschalten. So, jetzt starte ich mal den Motor. Da fällt mir direkt ein Blinksignal auf. Das ist das Anzeichen, das Zeichen für den Totwinkelassistenten, der mir also beim Fahrspurwechsel dann mit anzeigt, ob nach hinten auch wirklich frei ist oder nicht. Schönes zusätzliches Sicherheitsextra. Hier in dem Fahrzeug auch verbaut das ACC. Adaptiver Abstandstempomat, wo ich mir dann hier über diese Taste den Abstand zum Vordermann einregeln kann. Zusätzlich habe ich hier die Funktionen Navigation, Audio, Telefon, Fahrzeugstatus, zum Beispiel auch die Fahrdaten und kann dann hier über diese VIP-Taste direkt mir einzelne Daten anzeigen lassen. Hier zum Beispiel auch wieder die Reichweitenanzeige und dadurch, dass wir hier in einer Halle drin stehen, keine Verkehrszeichen verfügbar, bedeutet, das Fahrzeug hat sonst eine Verkehrszeichenerkennung. 30, 50, 70 und 100 km/h finde ich hervorragend, weil es ja doch immer mal gerne schnell passiert, dass man irgendwo in einer verkehrsberuhigten Zone doch irgendwie mit 40 oder 50 unterwegs ist, weil es einem gar nicht auffällt. Hier habe ich es direkt im Sichtfeld, sticht mir direkt ins Auge, dementsprechend kann ich meine Geschwindigkeit anpassen. Hier drüben ganz klassisch bei Volkswagen. Dieses Infotainment-System, Radio, Media-Funktion, Telefonfunktion, Voice wäre jetzt die Sprachbedienung. Das heißt, alle Befehle, die ich letztendlich über die Tasten eingebe, kann ich natürlich auch per Sprachbedienung eingeben. Hier auch verbaut eine Navigation, direkt praktisch ab Werk mit drin, ohne dass ich separat laufen lassen muss über ein externes Gerät. In dieser neuen Generation ganz hervorragend gelöst, nicht mehr über eine SD-Karte. Das Kartenmaterial kommt tatsächlich mittlerweile eben halt direkt aufs Fahrzeug drauf, wird eingespielt, auch im Rahmen der Inspektion durchführbar. Brauche also nicht irgendwo alle 2 oder 3 Jahre extra eine SD-Karte neu kaufen oder mir die Daten irgendwo runterladen, sondern ich kann es mir direkt so
aufs Gerät speichern lassen. Hier unten ganz typisch K-Funktion und auch hier nochmal die Menütaste, wo ich alle einzelnen Funktionen mir nochmal anzeigen kann. App Connect, darauf wollte ich nochmal eingehen. Hier jetzt verbunden praktisch kabellos mit meinem Smartphone. Das heißt, ich kann darüber die Telefonfunktion nutzen, Musik, Kartenfunktion, Nachrichten, Podcasts. Also auch da muss man wirklich sagen, ist toll gelöst. Zum Beispiel hier auch direkt die NTV-App mit dabei, Kalenderfunktion mit drin. Also sehr, sehr einfach im Handling, sehr einfach in der Bedienung wiederum. Sehr schön gemacht. Jeder, der ein Smartphone bedienen kann, wird auch dieses Gerät bedienen können. Hier drunter kommen wir dann direkt zu dem Klimamenü. Fahrer-, Beifahrerseite getrennt regelbar. Finde ich immer sehr angenehm, weil jeder Mensch ja ein unterschiedliches Temperaturempfinden hat. Auch hier ganz einfach angeordnet über klassische Tasten. Sitzheizung Fahrer- und Beifahrerseite. Und zusätzlich kann ich mir das ganze Menü auch hier oben nochmal anzeigen lassen in meinem Display. Und da fällt mir direkt auf, eine Besonderheit, die nicht Standard ist. Ich habe in dem Fahrzeug einmal eine beheizbare Frontscheibe und zusätzlich noch die Funktion der Standheizung. Die Standheizung kann ich einmal hier separat zuschalten oder sonst auch alternativ über den Schlüssel, über die Fernbedienung im Vorfeld starten. Sehr, sehr angenehm, jetzt gerade eben halt zu diesen Wintertagen. Das Fahrzeug steht draußen, ist schön übergefroren über die Nacht. Wir haben die Nacht irgendwo 3-4 Minusgrade gehabt. Morgens einmal aus dem Küchenfenster die Standheizung gestartet. Ich steige in ein warmes Auto rein. Der Motor ist vorgeheizt und alle Scheiben sind frei, ohne dass ich kratzen muss. Sehr, sehr angenehm. Drunterliegend eine Fahrprofilauswahl. Ich kann zum Beispiel nochmal meinen Fahrtyp einstellen kann. Eco, Normal, Sport oder Individual. Hier auch eine Taste für die Start-Stopp-Funktion. Das Fahrzeug stoppt ja normalerweise im Bereich der Kreuzung. Wenn ich stehe, geht das Auto von alleine aus, gehe ich mit dem Fuß von der Bremse wieder runter, gehe auf das Gaspedal drauf, startet das Fahrzeug automatisch. Hierüber kann ich die Funktion deaktivieren. Weiterhin habe ich hier nochmal die Taste einmal für die Parktronik. Sensoren vorne, Sensoren hinten. Mal gerade einmal mal drücken, dann wird es auch direkt angezeigt, die Einparkhilfe. Rechts daneben die Taste für den Parkassistenten. Damit ist es möglich, dass das Fahrzeug in die Parklücke von alleine einparkt. Und daneben rechts nochmal die Taste für die Heckklappe. Macht Sinn, kann die Heckklappe von innen öffnen, kann die Heckklappe eben halt auch elektrisch von außen öffnen über die Fernbedienung und habe auch die Möglichkeit, mit dem Fuß unterm Stoßfänger runterher zu gehen und die Klappe öffnet automatisch. Sehr schön, wenn gerade jemand zusteigen möchte. Das Fahrzeug ist ansonsten von innen verriegelt und auch nur die Taste drücken und der Kofferraum kann direkt beladen werden. Jetzt gehen wir gerade noch auf das Bild von der Rückfahrkamera ein. Da haben wir es. Also wirklich auch ein sehr, sehr großes Bild. Sehr übersichtlich. Zusätzlich hier nochmal links die Anzeige für die Parktronik, für die Sensoren vorne und auch hinten. So, da ist ich bei einem VW Touran, wo mein absolutes Familienauto handelt. Liegt für uns natürlich der größte Fokus hier im Bereich der Rückbank. Da stelle ich direkt fest, ich habe einen sehr großen Einstieg, was hervorragend ist, wenn auf der Rückbank Kinder in Kindersitzen sitzen sollen, weil gerade da immer viel Platz benötigt wird. Diesen Kindersitz heute häufig mit einer Docking Station eben halt auf der Rückbank montiert. Den dazwischen herzubekommen, klappt hier hervorragend. Viel, viel Platz. Ich kann also bei meiner Größe mich hier wieder auch wirklich hervorragend hinsetzen, die Beine schön ausstrecken. Und was mir direkt auffällt, ich habe hier hinten auf der Rückbank drei einzelne Sitze. Das hat den Vorteil, dass alle drei einzelnen Sitze eine Isofix-Kindersitzhalterung haben, wo wir einen Kindersitz tatsächlich mit der Karosserie verbinden können, was also ein riesen Sicherheitsvorteil ist. Bei den wenigsten Autos haben wir dieses System so, dass ich tatsächlich hinten drei Kindersitze nebeneinander stellen kann. Meistens klappt das, wenn überhaupt, mit zwei Kindersitzen. Und der Raum dann dazwischen ist im Regelfall sehr, sehr schmal. Was mir persönlich auch gut gefallen hat, ich habe hier vorne einen schönen Klapptisch, der ganz einfach zu öffnen und eben halt auch wieder zu schließen ist. Gleicht sich hier an. Hier hinten nochmal die Pompadour-Taschen, wo man auch mal ein Spiel für die Kinder mit reinpacken kann. Ganz hervorragend. Und bei diesem Auto jetzt auch herausragend
abgedunkelte Scheiben, ohnehin schon getönte Scheiben, plus zusätzlich hier nochmal ein Rollo, was ich im hinteren Bereich mit einhängen kann, sodass es dann tatsächlich so ist, dass bei längeren Fahrten nicht unbedingt der Innenraum sich hier hinten im Bereich der Rückbank mit extrem aufheizt. Was mir auch direkt aufgefallen ist, wir haben hier oben spezielle Verschraubungen, wo ein Trennnetz untergebracht werden kann. Das Trennnetz habe ich hinten im Kofferraum schon mal gesehen bei dem Auto. Das kann hier praktisch eingehängt werden, rechts, links. Dann kann ich das verspannen unten im Bodenbereich und habe dann eben halt den Vorteil, wenn ich die Rückbank umgeklappt habe, kann ich vorne das Fahrerabteil, Fahrer-Beifahrersitz, direkt von dem Ladeabteil eben halt trennen. Diese Halterung finden wir auch hinten nochmal, um im hinteren Bereich dieses gleiche Netz eben halt mit unterbringen zu können. Sehr gut gemacht, sehr schlau gemacht, extrem praktisch. Aber eben halt typisch ein VW Touran. Touran ist ja nun wirklich auch ein Fahrzeug, was zum einen als, sag mal, typisches Familienauto gerne genutzt wird, aber auch gerne eben halt für Transportzwecke und ja, ideal. Hier vorne haben wir nochmal große Ablagefächer, wo man Utensilien wie Sonnenbrille ähnliches unterbringen kann. Nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Also ganz aufgeräumt, ganz ordentlich. Im hinteren Bereich auch eine vernünftige Beleuchtung. Ist auch häufig ein Thema, gerade wenn es eben halt längere Urlaubsfahrten sind. Das eine Kind rechts schläft, das andere links sitzt eben halt und spielt vielleicht noch was, möchte was lesen. Dann können wir hier direkt das Licht mit zuschalten. Also auch hinten im hinteren Bereich, ohne vorne Fahrer, Beifahrer dabei auch zu stören. So, ich steige mal aus und prüfe hier die Sitzvariabilität der Rückbank. Ah, das ganze System ist verschiebbar. Manchmal ist es so, dass hinten im Laderaum irgendwie 4, 5, 6, 7, 10 cm mehr Platz gebraucht werden, weil man vielleicht irgendetwas gerade irgendwo gekauft hat. Typisch Familie, typischer Besuch zum Beispiel in einem schwedischen Möbelhaus, der immer wieder gerne durchgeführt. Und dann kann ich hier ganz einfach das Ganze anpassen und wir sehen, selbst wenn hier jetzt ein Kindersitz sitzen würde, wäre genug Platz, um tatsächlich hinten nochmal diesen Platz mit nutzen zu können. Zum anderen kann ich hier diesen Sitz so nach vorn klappen und habe durchgehend hier auf einer Höhe eine Ladefläche. Keine großen Unebenheiten, also wirklich sehr gut gelöst. Auf der Beifahrerseite drüben, da kommen wir gleich nochmal einmal drauf, da können wir es sogar so umklappen, dass wir den Beifahrersitz mit nach vorn umklappen können. Dann können wir wirklich von hinten bis vorn zum Armaturenbrett. So, dann gehe ich jetzt hier mal raus, schließe die Tür und gehe direkt zum Kofferraum. So, ich öffne jetzt mal den Kofferraum. Dafür drücke ich diese Taste lang. Kofferraum öffnet direkt. Wir sehen hier ziemlich viel Platz. Hier unten bei diesem Fahrzeug ein schönes, vollwertiges Reserverad. Also für den Fall der Fälle ist man hier wirklich hervorragend gerüstet, kann aber auch herausgenommen werden, sodass wir dann hier unten im unteren Bereich noch etwas mehr Platz haben. Das ist immer so nach dem jeweiligen Gusto des jeweiligen Käufers oder Fahrers, je nachdem wie man es gerne haben möchte. Ganz positiv bei dem Auto, hier die Taste für die elektrisch entriegelnde Anhängerkupplung. Neueste Version mit Öse, seitlich direkt auch hier die Steckdose mit dabei, 13-polig. Passt also im Regelfall für jeden Fahrerträger, passt für jeden Anhänger. Ansonsten gibt es zusätzlich einen Adapter von 13 auf 7 Pole. Jetzt mache ich mal eins. Wir filmen einfach mal direkt weiter. Ich gehe mal rüber zur Beifahrerseite und klappe jetzt mal den rechten hinteren Sitz um. Weil dabei fällt mir direkt Folgendes auf, wenn ich jetzt den vorderen rechten Sitz auch nochmal im Bereich der Lehne mit umklappe. So, dann können wir jetzt vielleicht mal einmal von hinten mit der Kamera durchleuchten, wie viel Platz da tatsächlich ist. Vorteil nämlich hier bei diesem Auto, durch diesen umklappbaren Beifahrersitz kann ich das Fahrzeug tatsächlich von hinten nach vorne in eins durchbeladen. Und wenn wir da jetzt mal reinschauen, dann ist das eine sehr, sehr entspannte Länge von deutlich, deutlich länger als 2,50 Meter. Ich klappe jetzt einfach mal hinten die anderen Sitze auch mit um, um nochmal zu zeigen,
wie groß die Ladefläche hier tatsächlich wird. Diese Laderaumabdeckung, die ist nur reingelegt, die könnten wir jetzt mit rausnehmen. Lässt sich auch unten im Bereich des Ladebodens mit unterbringen. Aber hier habe ich wirklich eine riesengroße Ladefläche von hinten vom Heckdeckel bis hier vorne zum Fahrer-Beifahrerseite. Ohne weiteres 2 Meter, wo ich also wirklich sehr große Dinge transportieren kann und durch die große Öffnung der Heckklappe natürlich auch Dinge wie Waschmaschine, Trockner und ähnliches. Also wirklich ein riesengroßer Kofferraum. Viel, viel variabler als beim typischen Kombi durch diese hohe Bauweise und eben halt, was ganz angenehm ist, das Ein- und Aussteigen durch die erhöhte Sitzposition. Nicht nur für die älteren Kunden, auch für die jüngeren Kunden. Sehr, sehr angenehm. Absolut empfehlenswertes Auto. So, jetzt möchte ich nochmal auf die Dinge drauf eingehen, die mir bei diesem Auto besonders gut gefallen haben. Zum einen die elektrische Heckklappe, dann zum anderen die elektrisch auslösbare Anhängekupplung. Dann gehe ich gerade einmal ums Auto in Richtung der hinteren Tür. Weil wenn wir hier mit der Kamera reinschwenken, kann man es besonders gut sehen, dass wir einen sehr großen Ausschnitt eben halt haben. Wie vorhin schon gesagt, hervorragend zum Beladen, hervorragend zum Ein- und Aussteigen, gerade für Kinder. Und hier bei dem Auto verbaut, sehen wir die Taste für das Family-Paket. Ich kann die hinteren Türen sperren, was gerade eben halt enorm viel Sinn macht, wenn ich zum Beispiel Kinder eben halt hinten sitzen habe, die im Schulalter sind, die vielleicht auch gerne mal einfach schnell aussteigen aus dem Auto, weil sie vielleicht einen Freund entdeckt haben oder wie auch immer. Zum anderen, was hier speziell bei diesem Auto ganz hervorragend gelöst ist, ist an sich das Gesamtpaket des Fahrzeugs. 3 Einzelsitze hinten auf der Rückbank, 3 Kindersitze nebeneinander, sehr gute Möglichkeit halt umzuklappen, durchzuladen, gutes Laderaumkonzept. Alles in allem natürlich, wie wir es kennen aus der VW-Familie, super gut verarbeitetes Fahrzeug, hervorragende Spaltmaße, also wunderbares Auto. Das Ganze bei uns zu einem wirklich hervorragenden Preis, stark reduziert, dadurch, dass es ein reimportiertes Neufahrzeug ist, sofort verfügbar. Ich steige jetzt mal ein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tut mir einen Gefallen, liked den Kanal, wenn es euch gefallen hat und schaltet wieder rein. Ich bin raus.